saßen wir beisammen, vereint der harte Kern, und feierten im Himmel das Abendmahl des Herrn. Alle waren gekommen und sahen glücklich aus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Hallo, mein Name ist Clemens Bittlinger, ich bin Liedermacher und evangelischer Pfarrer und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag in der Karwoche eine Liedandacht zu halten. Das Lied »Jemand streicht ums Haus« greift eine schottische Legende auf, die beschreibt, wie sich Jesus mit seinen Jüngern im Himmel wieder trifft und sie feiern ein Fest. Und während sie das Fest feiern, halten sie plötzlich inne, denn sie hören, dass jemand ums Haus streicht. Und dieser jemand, der ums Haus streicht, ist derjenige, der im Kreis der Jünger fehlt. Es ist der Jünger Judas. Judas, der Jünger, der in die Geschichte eingegangen ist mit dem Zusatz, der Jünger, der Jesus verriet. Aber Judas war natürlich viel mehr. Judas war der Anselm Grün der Jünger, der Schatzmeister, der, dem Jesus am meisten vertraut hat. Ich habe das schon mal erwähnt. Im Kreis der Jünger ist ja das abgebildet, was jeder und jede von uns in sich trägt. Jeder und jede von uns hat eine schwärmerische Seite. Dafür steht der Jünger Johannes oder die Jüngerin Maria Magdalena. Jeder und jede von uns trägt in sich eine Seite, wo wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen, wo wir Dinge behaupten, die wir nicht einhalten konnten. Dafür steht unter anderem der Jünger Petrus. Und jeder und jede von uns kennt Zeiten des Zweifels. Jeder, der glaubt, kennt auch den Zweifel. Wie wichtig ist dieser Jünger Thomas? Ein Gottesdienstbesucher stürzt in die Sakristei nach dem Gottesdienst und blafft die Pfarrerin an: Mit ihrer Predigt gerade eben haben sie meinen Kinderglauben zerstört. Die Pfarrerin schaut ihn an und fragt: Na, wie alt sind sie denn? Und er sagt: 49. Da antwortet sie: Wurd's aber auch Zeit. Der Zweifel ist wichtig. Die Frage ist die Königin der Antwort. Wer nicht zweifelt und wer nicht hinterfragt, der wächst auch nicht im Glauben. Und natürlich trägt jeder und jede von uns auch den Judas in sich, den Verräter. Und wie schmerzhaft ist es, verraten zu werden. Ich habe das schon hier und da in meinem Leben erlebt, dass Menschen, denen ich vertraut habe, mir auf einmal in den Rücken gefallen sind, sich als Verräter erwiesen haben. Und jeder und jede von uns hat es schon mal erlebt, dass wir Dinge weitergesagt haben, die wir nicht hätten weitersagen sollen, dass wir selbst zum Verräter und mag es nur ganz banal zum Verräter eines Geheimnisses wurden. Gnade für Judas, wenn ich möchte, dass andere mit mir gnädig umgehen. So saßen wir zusammen, vereint der harte Kern, und feierten im Himmel das Abendmahl des Herrn. Alle waren gekommen und sahen glücklich aus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Jakobus und Johannes und Petrus waren dabei. Es war ein buntes Treiben wie in der alten Zeit. Die Zweifler und die Frommen trafen sich zum Schmaus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus.
Die Jüngerinnen waren nun endlich integriert. Maria Magdalena hat sich eh nicht geniert. Sie hieß alle willkommen mit Lachen und Applaus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. So saßen wir zusammen und teilten Brot und Wein. Da hielt der Heiland inne und wandte plötzlich ein. Alle sind gekommen, nur einer steht noch aus. Da hörten wir beklommen, jemand streicht ums Haus. Jemand streicht ums Haus. Jesus war aufgesprungen, er eilte aus dem Haus und rief die frohe Botschaft in die Nacht hinaus. Mensch, Judas, sei willkommen, ich sag es frei heraus. Dies Fest wird erst vollkommen mit dir in unserem Haus. Come and go with me to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. Die herzliche Einladung auch an Judas. Auch Judas gehört dazu. Jesus sagt: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Deshalb auch Barmherzigkeit mit Judas in mir, damit ich lerne, mit anderen barmherzig umzugehen. Amen.